diese Chili Gurke, Alter. So fängt ein Video selten an, wenn man die Nase da reinsteckt. Nicht aber krass, Alter. Bevor spritzt. Knoblauch und Speck, stimmt, bevor es spritzt. Erstmal ping. Jetzt kriegen wir das Bier, genau. Pam, pam, pam. So, wir wollen ja lecker Knoblauch, Speck und Sauerkraut. Weil Sauerkraut ist gesund, meine Damen und Herren. Jetzt, wo der Topf einmal heiß ist, eine Ladung Sauerkraut. Ach, übrigens, es hat einen Grund, warum die Beutel diese Form haben, damit man die einfach irgendwo hinstellen kann. Aber das ist nicht der Sinn. Rein damit. Jetzt müssten da theoretisch noch frische Zwiebeln mit rein, aber die hatten wir leider nicht. Aber der Beutel ist leer. Man möchte es nicht vermuten. Wir haben jetzt auch auf die niedrigste Stufe gestellt, weil jetzt würzen wir nach, weil wir ja leider keine Zwiebeln haben. Wir verbrauchen ja so ein bisschen was von dem letzten Monatseinkauf, von den 100 Euro Monatseinkauf, weil da war das Sauerkraut ja her und ein paar von den Gewürzen. Wir haben auch unsere Gewürze. Da ist auf jeden Fall eine ganze Ladung Kümmel mit drin. Kümmelmümmel ist richtig und wichtig. Mischen wir gleich unter. Shaky Cam. So. Ja, manche würden jetzt sagen, so, wo ist das Lorbeerblatt? Deine Mutter hat ein Lorbeerblatt. So. Zwischen den Beinen, wie so eine komische Statue aus dem römischen Dings. Von den Griechen, die hatten ja auch so gerne ein Lorbeerblatt vor den Klöten und vor den Mösen. Wovon rede ich jetzt eigentlich gerade? Ich versuche Essen zu machen, ja? Was mache ich hier gerade? Ich höre irgendwelche Geräusche aus dem Hinterzimmer. Irgendjemand möchte mir sagen, du weißt nicht, was los ist. Nein. I am not discussing this problem with you right now. Because mein Englisch ist immer noch the yellow from the egg. Ja. Auf erstmal ein Bier. Prost. Ihr könntet hier jetzt natürlich noch ein kleines bisschen Brühe reinmachen oder irgendwas anderes. Speaking of Brühe. Let's go to the Kühlschrank. Die Magie von Magie. Ein bisschen Worcestersoße. Und jetzt, wo wir schon sowieso gewürzt haben, weißt du was? Einfach einen Schuss Tabasco. Machen wir mal so komisches Kimchi, ja? Duisburger Kimchi, ja? Spicy Sauerkraut. Duisbroke-Style. Erstmal Maggi. Schütteln. Gib ihm. And when you spread it on it, like on your mama. So. Ein bisschen Worcestersoße. Squirt, squirt, squirt. I'm making this bottle squirt like your girlfriend. Whether you like it or not. Damn. Nice. Und ein paar Schuss Tabasco. Justin Käse. Justins Käse war der beste Käse. No one had better goat cheese than him. Einmal durchmengen bitte. Da kommt gleich noch der Deckel drauf. Dem Ganzen geben wir so 10 Minuten. Und das wird dann noch natürlich nicht einfach so gegessen, wie es ist, weil, meine Güte, wir sind ja keine Tiere. Wo kommen wir denn da hin? Da kommt jetzt gleich ein lecker Zwiebelbrot drauf. Let me unpack this. Einfach so für 5 Minuten in den Backofen und fertig ist. Yes. Look at this onion bread. It is the
moist, delicious. Und das gibt es dann gleich dazu. Einmal aufschneiden, vielleicht haben wir noch irgendwie passend ein bisschen Fleisch dafür drauf, so, weil da wäre jetzt eigentlich so sinngemäß, boah, doch jetzt eigentlich irgendwie so Schinken da drauf, dann hätte man schon fast so ein Räuben oder wie sich das nennt, so, Aber wir, wie ihr sehen könnt, wir gönnen uns hier ein. Das Essen ist fertig. Ich bin übrigens auch fertig, aber nicht mit der Welt. Die Welt ist fertig mit mir, vielleicht auch andersrum, weiß ich immer noch nicht. Aber erstmal ein Bierchen. Prost. And you have a good one.